Geile Zeit. Nein! Doch, es ist vorbei. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Hallo und herzlich willkommen zu Minecraft Endergames mit der Hagen. Ja, gut, wir sind richtig viele Leute in dieser Runde, wie ihr seht. Und wir sind hier auf einem Eisbiom. Wie versprochen, mal was anderes. Zwar gibt's ja auch Holz, aber ich wollte mal was anderes machen. Yeah, das ist richtig cool. Ja, und wahrscheinlich kennen die meisten Hagen gar nicht mehr. Weil der einfach nichts mehr gemacht hat so mit uns. Großartig in Aufnahmen. Aber er lebt noch, Leute, er lebt noch. Genau wie meine vier Eisen im Inventar. Ich hab einen Diamant. Oh. Cheater? Hast du X-Ray? Ich hab zwei Diamanten. Ja. Ich bin Cheater, verdammt. Du kranke Bitch. Aber. Ich hab das Kind Seelen, die nicht Seelen, sondern Vampir. Ach, du bist ja Premium, ne? Yep. Hast du da alle Kids, die du nehmen kannst? Nicht alle. Okay. Nur Vampir und Berserker. Wow. Weil ich halt nur für einen Monat bezahle. Das ist so eine Sache. Achso. Mit Lifetime kriegst du alle Kids. Aber Leute, kommt lieber auf unseren Server. Yay! So, ist aber IP und alles unten in der Beschreibung. Genau, so richtig. Die ersten 5 Spender kriegen den Rang Pionier. Erstmal Werbung gemacht für uns, so. Also wovon redest du? Ich bin der einzigste Premium in der Lobby, das ist schon irgendwie scheiße. Immer diese Premiums, ne? Ja. Die regen mich immer so auf. Die kicken einen immer, ne? Ey Leute, vorhin haben wir Survival Games gespielt und Tagen hab ich wirklich aus der Lobby gekickt, ne? Da hab ich mir auch nur gedacht, warum? Warum macht dieser Mann sowas? Warum? Das wollte ich nicht. Ich glaube, er wollte es. Ich weiß. Nicht so was, ich glaube, dem hat's gefallen. Ja. Ich hab's immer geplant, das war mein großer Plan. Ich hab einfach schon so Hallos, ne? Ey, du kriegst ein Achievement, wenn du zweimal hintereinander Obsidian-Block rechtsklick machst. Ich weiß, ich hab das schon. Achso. Okay, ich hab noch ein Dia, okay. Okay, läuft. Wie sind die Spieler denn soweit? 53 Blöcke, okay. Ich glaube, Leute, da töten wir jetzt jemanden. Ich meine, ich habe schon 1 Million Eisen. Hallo. Na, Kollege. Alles klar bei dir. Hä, was macht der? Der duckt sich die ganze Zeit so komisch. Denkt der ist Spion oder was? Was war das denn gewesen? Okay. Läuft bei dir. 41 Blöcke ist der nächste. Bist du? Nee, das ist SkyMLP. Hast du mich getaggt? Nee, ich hab dich getaggt, aber ich greif dich nicht an. Ja, wir haben noch nicht. Noch nicht. Wenn wir die letzten sind, okay? Oh, da vorne ist der Typ. Was? 13 Blöcke, das ist näher. Ach du Scheiße. Hä? Ja, ich kann mir ein Diamantschwert kräften. Mach auch mal. Komm her. Ja, oh Gott. Richtig knapp, okay. Das muss ich ihm lassen. Das war gerade richtig knapp, wie ich da gewonnen habe. Okay, du bist der Nächste, das ist schön. Ich habe 2,5 Herzen. Verdammt, ey. Das war a little bit knapp. A little bit. Okay. So, ich bin full Iron. Alter. Ah, da ist jemand bei mir. Das bin nur ich, oder? Ah, ne, ich bin ja getauscht worden. Was mache ich mir noch? Mache ich jetzt hier noch einen Deckel? Ein Deckel. Ja, und es ist übrigens die erste Aufnahme, wo ich mal Endergames über einen anderen aufnehme, ne? Fällt mir gerade so auf. Ja. So, okay. Wir sind schon, ich sag's nur ungern, aber wir sind gut ausgerüstet. Das ist eigentlich der Moment, wo hier jemand von hinten mich anspringt! Ah, sorry, das warst du, ich wurde getauscht. Oh Gott. Das war nicht mein Plan. Beef im eigenen Haus. Hast du noch Eisen? Nö, nicht mehr. Okay, guck mal hier, ich schenk dir was. Falls du das brauchst. Ein verzaubertes Eisenschwert. Klar, brauche ich. Hä?
Ah, der hat mich angeschaut. Da hinten ist noch einer. Lol. Ich töte den, okay? Erstmal das Ding looten. Nein, du Abstauber hier. Ich hab noch eine XP-Flasche. Warte, du brauchst hier Eisen, oder? Ja. Ich hab hier 12. Thank you. Oh Mann, den hätte ich jetzt so gern getötet. Aber wie ich einfach in dich reingeportet werde, ey. Ich hab schon gedacht. Ich sag auch noch so, hey, immer wenn ich das sag, wir sind gut ausgerüstet, werde ich eigentlich in den nächsten Kampf geportet. Zack, in Hagen rein. Ja, ich hab den ersten Schlag ausgeholt, auf einmal bist du dahinter deportiert. Nice. Okay, ich gehe. Froh, dass du nicht schlechter ausgerüstet warst. Wir sind nur noch mit den anderen Typen drin. Oh, okay. Das heißt, ich bleib jetzt mal bei dir, dann können wir den anderen. Okay, der ist bei mir, ich töte ihn. Nein, das ist ein Känguru einfach. Viel Glück. Danke. Aber er hat nur Goldrüstung. Hä? Ist einfach hinter mich. Diese Kängurus, ey. Nein, ich bin tot. Okay, du musst es jetzt schaffen. Ja, den Typ brauche ich doch. Das ist mein Alltag. Der Kollege. Ich hab Schärfe 1 auf meinen Schwert. Geil. Okay, aber wir hängen auf jeden Fall noch eine Runde hinten dran. Jetzt gucken wir noch zu, wie Hagen hier am Gewinnen ist. Das glaube ich jetzt. Genau. Wie weit ist denn von dir entfernt? 153 Blöcke gerade. Jetzt noch 190. Ja, er rennt von mir weg. Ach, super. Jetzt nicht mehr. Jetzt kommt er auch nicht zu. Das ist kein Kill. Jetzt ist er wieder weg von mir. Okay. Super. Jetzt renne ich gerade von dem Typ weg. Nein, geh doch zu ihm. Ja, ich will doch gerade zu dem hin, aber ich wollte da wegtippeln. Für die geile Aufnahme gerade. Ach ja, wie ich einfach nicht reingeportet wurde. Und dann, ah, schade. Hätte besser laufen können für mich, weil ich war auch relativ gut equipped gewesen. Aber was soll's. Der Känguru, der hat mich dann überrascht. Achtung, ich will nichts sagen. Achtung, ich will. Wollte der gerade ernsthaft mit mir Team machen? Ich weiß es nicht. Wo ist der? Das ist so geil, so hat er mich auch getötet. Ja, du hast gewonnen. Richtig gut. GG. Okay, dann würde ich sagen, bis gleich in der nächsten Runde mit Hagen. Keine Zeit. Nein! Doch, es ist vorbei. Es ist vorbei. Es ist vorbei. So, da sind wir wieder bei Minecraft Ender Games. Mal wieder hier, ihr wisst, zweite Runde mit Hagen. Ja, gut. Und hier können wir entwickeln. Ich bin schon komplett müde. Ausgepowert. Oh, wenn man hier genau mit Optifine gerade geschaut hat, konnte man das Gesicht hinter seiner Maske erkennen. Also ich weiß, ihr seid jetzt alle geschockt. Aber es ist halt die Wahrheit, Leute. Es ist die Wahrheit. Ein Eisen wollt ihr mich verarschen. Oh, ein Schneeball. Okay. Wird ja immer besser hier. Okay, ich glaube, diese Runde wird genauso kacke wie die anderen. Oh Mann. Immerhin, Leute, hat. Siehst du, die ganzen Runden, wo bis jetzt vorher auch waren, bei uns, wo gut liefen, haben auch nicht gut angefangen. Das stimmt. Das ist so vielleicht das Einzige, wo man sagen könnte, Motivation, sie ist zurück. Doch dann ist sie wieder weg, so wie es kommt. 100 pro kommen dann wieder zu Server-Restart, ich bin mir da irgendwie genau komplett sicher. Vorhin war eine Geschichte voller Tragödie, Schmerz, Liebe. Drama, Sex. Aber dann passierte das, wie es passieren musste. Markus und Hagen perfekt ausgerüstet. Dia-Schwert, verzauberte Eisenrüstung und Diamantrüstung. Und einen guten Spaß und eine schöne Runde. Ja, ja. Doch dann passierte das. Keine Zeit. Was das Leben der zwei für immer verändern sollte. Der Server restartete während einer Runde. Ja, das war die Geschichte, Leute. Ich hoffe, es hat euch genauso gefallen wie mir. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, euer Mystery. Jetzt eiskalt das Outro einblenden. Haha, Leute, das habe ich gerade gemacht, ne? Habt ihr schon gedacht, was? Vorbei? Ja, ja? Habe ich euch verarscht diesmal? Ich habe ein bisschen gekichert. Ein bisschen. Ja, ich bin tot. Ich bin sowas von tot. Bitte nicht, Hagen. Sterb jetzt nicht. Sterb doch jetzt nicht. Der hat Känguru komplett. Ja, wie? Ah, schade.
Da hängt einer, der hat Speed Boost, aber wie noch was. Ich habe auch einen Speed Boost gehabt, also das ist so ein Speed Boost. Ach so, der, okay. der fliegt, das hat man genau gesehen. Ah. So, Leute, Leute, warte. Der komische Fresh Typ, da. Das ist. Fresh XT, okay. XT. Haben die irgendwie die Leiste jetzt einen Tab verändert? Eigentlich nicht, nee, warum? Was ist da bei dir? Bei mir sind jetzt Nullen davor, sind in den Namen. Nö, bei mir nicht. Hä, hier baut jemand den Weg mit, Ha! Da hat sich jemand hochbauen wollen, den habe ich aber noch weggesnackt. Leute, weggesnackt habe ich den da. Ich habe ein Dia-Schwert gehabt von... Warum hat man ein Dia-Schwert und man baut sich hoch? Warum, Leute? Warum? Kauft euch Internet. Genau, kauft euch Internet. Zitat Hagen. So. Wenn ich die Runde verliere, verlierst du. Dann habe ich es nicht anders verdient, wisst ihr? Dann habe ich es nicht anders verdient. Naja, so gut ausgerüstet bin ich schon nicht, aber trotzdem. Ach, Leute. Wenn ihr wüsstet, was das manchmal für ein Stress ist. Besonders bei so einer Hitze von 1 Million Grad. Hast du eigentlich über den Server geredet? Oder hast du das noch nicht gemacht? Mit dem was? Über den Server hast du schon mal geredet. Ich hab schon mal über den Server geredet in Hexed. Aber du kannst gerne nochmal drüber reden. Erzähl. Ja, da gibt's eigentlich Neues und über dir ist einer. Der hat hinter dir, der baut sich da gerade hin. Ah, er baut sich hin. Cooler Typ. Ghosten for the win! Hey, guck mal, wie hab ich ihn gerade getötet? Siehst du das? Im Chat, ich hab jemanden getötet. Angeblich. Porno kann. Läuft, ne? Denk dran, der ist immer noch da oben und komm mit dir, Schwert hinter dir! Na, du Nudel. Wow, richtig nice. Wenn ich doch einen Fallschaden verreckt, dann mach ich ihn aus. Komm, wegsnipern. Okay, das hat keinen Sinn. Der ist Känguru. Und ihr wisst, Leute, da kann man nichts machen einfach. Das geht einfach nicht. Ja, erzähl mal Insider-Infos, und wolltest du gerade irgendwas sagen? Über den Server. Wollte ich? Hast du gerade gesagt? Ich weiß es nicht genau, stimmt. Ich bin auf jeden Fall verdammt froh, dass jetzt endlich auch das Survival Games Plugin einigermaßen funktioniert. Die Dompike Map und halt das Dorf endlich funktioniert. Die ganzen Maps auch einigermaßen stimmen. Genau. Dass die Ränge gehen, das ist auch ganz nice. Dass die Ränge gehen. Strike PvP auch funktioniert jetzt. Genau. Ja, das halt jetzt alles einfach funktioniert. Halt, außer noch ein paar Spielmodis funktioniert jetzt alles. Und das finde ich ganz gut. Ja, ihr müsst wissen, dass also wir arbeiten da jetzt echt schon lange dran. Und wenn wir überlegen, was das aus dem Anfang wurde jetzt, und wenn wir das jetzt sehen, die heutigen, also unseren heutigen Server, da ist man echt glücklich, weil man hat so viel erreicht. Wenn ich mir den Spawn angucke, wie er früher am Anfang war, und mir jetzt den angucke, wie er jetzt aussieht, bin ich einiges zufriedener als vorher. Nur mal überlegen müssen, hat den Server-Spawn nochmal komplett neu gebaut, ne? Ja, wenn ihr mal überlegt, dass der Anfang einfach nur eine Kugel war, wo man überall Glows hinsetzen muss, als endlich mal Licht kommt. Ja. Ach ja. Und dass man sich jetzt überlegt, wie das jetzt aussieht, so richtig nice, die Dompark-Map selbst gebaut ist, kein anderer Server hat. Ja, das richtig ist schon nice, richtig nice. Das ist schon Premium, Leute. Das ist Premium, ne? Doch, das kann man so an der Stelle, muss man einfach so sagen. Das kann man nicht anders sagen. Das ist Premium. Das ja, der Server ist jetzt auch in der Alpha-Phase. Der könnte ja gerne mal draufkommen. VIP tut Markus bestimmt unten in der Beschreibung verlinken. Ach ja. Okay. Ja. Und die ersten 5 User, wo Spenden kriegen, den Rang Pionier. Ich glaube, das war auch so. Genau, das also die ersten Leute, die spenden, die kriegen auf jeden Fall so einen Special-Rang, den man dann auch nicht mehr aberkannt bekommt. Und halt nur die ersten bekommen. Also, falls ihr Lust habt, einem Server was Gutes zu tun, wo ihr auch sehr viel Spaß drauf haben werdet, so. Wo wir auch oft aktiv drauf sind und mit euch auch spielen werden und kämpfen. Also bis aufs Wochenende sind wir da, würde ich schon sagen, täglich, oder? Ja, kann man schon was sagen. Ja, dann könnt ihr dann auch mal mit uns reden über TS. Teamspeak-Adresse ist auch immer unter jedem Video in der Beschreibung verlinkt. Und ja, es ist schon was Cooles. Und umso cooler wird es halt, umso mehr Leute kommen. Und wenn es ihr euch ist immer cooler, desto mehr Leute drauf sind. Das ist genau. Auch immer wenn jemand Neues draufkommt, ist es cooler. Auch immer wieder, wenn sowas sich weiterbildet durch jetzt neue IP oder dass die IP endlich richtig funktioniert. Das sind so Kleinigkeiten einfach, ne? Ja. Und es ist halt immer cool, dass auch der Server von Freunden noch promotet wird. Wie zum Beispiel jetzt noch von
uns gegenseitig mit promotet, dann wird es ja noch promotet von anderen YouTubern, die mit uns jetzt zum Beispiel darauf spielen. Genau. Und ihr müsst wissen, wenn ihr jetzt auf den Server kommt, müsst ihr nicht gleich, wenn ihr euch alles angeschaut habt, denken, ah, das bleibt so, weil, wie gesagt, er startet in der Beta-Version, die Vollversion wird dann nochmal einen Tick besser sein und, wie gesagt, ich hab's auch schon mal in Hexet erwähnt, es wird einen eigenen Spielmodus geben, den es auf keinem anderen Server geben wird. Und ich, mir fällt gerade auf, ich bin im Finale, während wir so gechillt hier reden. Naja, das wollte ich dir auch schon sagen, ich wollte aber nicht so. Hä, wie jetzt ich das einfach nicht. Hier unterbrechen. Wie ich das einfach nicht mitbekommen habe, was los? ich bin da richtig scheiße ausgerüstet noch dazu. Also, das ist richtig scheiße, aber es könnte besser sein, ne? Ja. Wollte jetzt mal überlegen, der Typ ist schlechter ausgerüstet eigentlich als du, der hat keine Schuhe. Ja, aber trotzdem. So kein Brustpanzer. Doch, der hat Schuhe, der hat auch Brustpanzer, aber. Der hat einen Diamant, der mit. Diamant. Noch was anderes. Diamant. Diamanthosen okay. Hat er auch noch. Aber wenn man sich jetzt überlegt, wie das wirklich am Anfang war. Extreme Steigerung, jetzt endlich auch mit den Permissions, klappt alles. Ja, bist du so Kleinigkeiten wie Permissions haben einfach nicht am Anfang geklappt und erst haben sie geklappt und dann doch wieder nicht. Das ist dann so, mussten wir das Survival Games Plugin nochmal ändern, weil das doch nicht so geklappt hat, wie es eigentlich sein sollte. Also ihr müsst wissen, wir hatten erst so ein vorgefertigtes Survival Games Plugin, aber also alle für Leute, die auch irgendwie dran denken sollten, einen Server zu machen und wenn es nur so für privat ist und um irgendwie Survival Games zu spielen, macht euch die Survival Games selbst, weil die Downloads einfach nur scheiße sind, übrigens meistens ja. Nicht, sind voller Fehler. Also die Grundeinstellungen, die könnt ihr eigentlich vergessen. Ich weiß gar nicht, es kann mich irren, es kann sein, dass es das übertriebenste Plugin gibt, wo einfach perfekt ist, aber ich habe es noch nicht gefunden. Mhm. Weil die Voreinstellungen sind bei den meisten Plugins einfach unbrauchbar. So. Der hat komplette Diamantrüstung außer Schuhe. Ach du Scheiße. Ja. Aber er ist ja nicht gut ausgerüstet, ne? Ja. Aber ich freue mich schon drauf, wenn die ersten User drauf kommen. Ich tue mich auch wirklich drauf freuen, wenn der erste User da steht mit dem Rang Smoking. Darauf, hinter dir ist er übrigens, der ist hinter dir. Oh Gott. Aber ich freue mich schon drauf, wenn der erste User da steht mit dem Rang Smoking. Das wird dann eins meiner Highlights so, sein. Und jetzt das Finale. Komm. Hä? Ach, er ist auch noch Känguru, oh Gott, ey. Ja. Aber Smoking. Ja, das war's. Smoking wird auf jeden Fall eins meiner Highlights sein auf dem Server. Den ersten User zu sehen mit dem nicht kaufbaren Rang Smoking wird einfach ein Highlight sein. Ja, also für mich auch und ich, wie gesagt, wir freuen uns über jeden. Ja, das war jetzt in der zweiten Runde doch mehr ein bisschen gequatscht als Action, aber irgendwie habe ich es ins Finale geschafft, leider nicht gewonnen. Ja, er hat es gut gespielt am Ende. Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, dann würde ich mich natürlich immer über eine positive Bewertung freuen. Schaut mal bei Hagen vorbei, vielleicht kommt bei dir jetzt auch demnächst mal wieder was. Vielleicht auch über den Server. Ich möchte noch kurz was sagen, denn wir haben zurzeit ein kleines Problem mit den Coins-Plugger. Würde mich auch freuen, wenn mir irgendjemand dabei behilflich sein könnte und mich mal anschreiben könnte und mir einen empfehlen könnte oder eventuell sogar noch einen schreiben könnte. Ja, das ist eigentlich schon alles. Wenn noch irgendjemand was mit JavaScript zu tun hat, könnte er sich auch gerne bei mir melden, nämlich wir bräuchten noch wirklich jemanden, der das drauf hat. Genau. Also, wie gesagt, wir freuen uns über jeden und was uns halt ganz wichtig ist, ist halt mit der Community, mit euch sich auch zu unterhalten. Wie gesagt, TeamSpeak-Server-IP ist unten in der Beschreibung. Wenn wir sehen, dass jemand da oder ihr könnt auch warten oder mit anderen Freunden da einfach den TeamSpeak nutzen. Wir gucken mal vorbei, dann kommen wir mal zu euch und reden mit euch ein bisschen. Wir können auch zusammen was spielen, wie gesagt. Und wenn ihr wirklich ein Fan davon seid und ihr wirklich auch zeigen wollt, dass ihr uns unterstützt, tut bitte bei Mist1000 unter Video schreiben, bitte bauen den nächsten Turm, das würde mich total freuen. Ja, schreibt unter Nikos Video, baut den nächsten Turm. Das ist verstehen, so ein Mini-Insider, ja. Es ist einfach so, dass Nico Che immer den Turm baut. Das ist richtig schön, ne? Er fängt mit einem Haus an und raus kommt ein Turm. Das kann man nicht leugnen, das ist leider so, aber. Ist doch schön. Es ist einfach ein Highlight. Das ist was ganz Cooles, wenn du sagst, ja, ich baue jetzt ein extremes geil aus, am Ende steht einfach so ein Turm vor dir und du denkst dir auch nur, ja, okay, gut. Okay, aber, das war jetzt so viel Gelaber. Ja, dann nochmal kurz zusammenfassen. Bitte bei mir melden, falls du JavaScript kannst oder mir was empfehlen kannst. Unter Nikos Chaser Video schreiben, tu nichts im Turm bauen. Und ja, melde dich einfach und da komm mal auf den TS, wir würden uns auf jeden Fall freuen. Ja. Ja, alle, das war's. Ja, alles, was das jetzt gesagt wurde, steht auch in der Beschreibung, alles Wichtige. Ja, genau. Ich würde eins zu eins jedes Wort in die Beschreibung schreiben.
Ja, klar. Nee, alles Wichtige, was jetzt gesagt wurde mit den Informationen, zum Beispiel jetzt Server-IP. Ja. Die SIP steht in der Beschreibung bestimmt von Markus. Genau. Ja, und nächste Survival-Endergames-Folge, die wird dann mal wieder auf jeden Fall actionreicher. Und mal gucken, wie die wird. Ich hoffe, wir gewinnen nächste Runde wieder. Und ich auch. Ja, ich sage euch, wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, schöne Nacht. Bis dahin, ciao. Tschüss.